Servus, grüß dich und herzlich willkommen im L17 auf der Klingenbach mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und so schaust, was wir hier so machen. Und ich habe es den gestrigen Tag tatsächlich damit verbracht, dem Gras beim Wachsen zuzuschauen. Es wächst noch nicht. Also es ist immer noch nicht gewachsen, das heißt, es ist, ein bisschen blöd alles. Also müssen wir uns irgendwie anders beschäftigen und da kam jetzt die Idee, können wir auch mal laufen, ich glaube schon, ne? Da kam mir doch jetzt die Idee, ich brauche den hier. Wir machen wieder. Den brauchen wir schon. Wir machen zwei Sachen heute. Einfach, wir müssen den Tag rumkriegen und ich kann dich einfach nochmal einfach nur vorspulen. Das ist fad, das ist so fad. Also werden wir nicht nur vorspulen, sondern auch ein bisschen was anderes machen. Nämlich mal wieder, ja, die Klärwerke. Ich glaube, die sind nämlich schon wieder so voll, dass unser Ding da hinten das auch nicht mehr aufnimmt. Und dann können wir noch mal ein bisschen Dünger holen und so ein Zeug. Das heißt, oder wir könnten vielleicht mal Flüssigdünger verkaufen. Ja, vielleicht auch mal eine Idee. Flüssigdünger verkaufen, warum nicht? Erstmal gucken, wie viel wir überhaupt haben. Wie viel Flüssigdünger haben wir denn da drin momentan? Ein bisschen. Nicht die Welt, ein bisschen. Upsi. So. Dann machen wir doch einfach mal, ne? Weil ich meine, was soll ich machen? Das Problem ist, morgen ist der Herbst und dann fängt der ganze Stress wieder an mit Aufladen, also mit Dings, mit Ernten und so. Und das Riesenproblem ist eigentlich, dass schlecht Wetter angesagt ist, ne? Da kann man dann immer so schlecht ernten, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie es mit den... schauen wir mal schnell. Der hat Sojabohnen. Die fangen auch an mit der Ernte wie die Zuckerrüben. Wir werden sehen. Morgen ist dann Action angesagt. Wir müssen beim Nachbarn Sojabohnen ernten, damit wir sein Zuckerrübenfeld billiger kriegen. Das alles muss innerhalb eines Tages passieren, weil am nächsten Tag sind die ganzen Missionen weg. Ja, das ist ein bisschen blöd, ne? Und deswegen wird es dann morgen, also sprich am Freitag, der erste Tag vom Herbst, wird es dann hektisch und danach wird es wieder total ruhig werden. Gut, morgen kann man eh kein Gras machen. Das am Samstag, Sonntag ist schönes Wetter angesagt. Das heißt, da können wir dann nochmal heuen ein bisschen. Ein bisschen Silage reinfahren, Silageballen machen, ein bisschen Heu reinfahren, damit wir über den Winter kommen. Ja, ist es immer noch die Panik, dass wir die Tiere im Winter verhungern. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt so, ne? Also schauen wir mal, komm, ist wertvoll da, sag mal. Ist die echt? Oh wow, die war gut voll. Die Klingenbacher. Waren fleißig mit Klo gehen. Das Ding ist immer noch nicht leer. Macht nichts. Das heißt, oben die Güllegrube müsste halt eigentlich alias recht voll sein. Oh, zwei Fässer voll Gülle nach oben bringen. Und während der dann ausladen ist, fahren wir mit unsere Erdbeeren verkaufen. Ich habe so so Lust drauf zu wissen, was mir so eine steige Erdbeeren bringt, ob sich das lohnt. Oder ob wir bei der Kartonage bleiben. Kartonage habe ich ja auch noch verkauft zwischen der letzten Folge, glaube ich. Ne? Weil da oben haben wir auf jeden Fall Schweinegeld. Und ist schuldenfrei. 244.000 schuldenfrei. Das ist cool, finde ich. Das ist richtig cool. So. Und jetzt hoch mit dir. Ja, geht schon ein bisschen besser als mit dem MR, ne? Ja. Ich glaube immer noch, es war eine gute Entscheidung, ihn rauszuschmeißen, ohne Scheiß. Er tut sich auch so schwer genug, finde ich. Und irgendwie ist die Musik schon wieder ziemlich leise. Okay, war ein leises Lied, alles klar. Schön. Dann schauen wir mal. Oh, der hat auch schon wieder, muss auch bald wieder tanken fahren. Eieieiei, aber der Berg hat schon in sich da. Wahnsinn, ha? Der Berg hat's in sich. Zur anderen Gülle
Die ist kaputt, oder? Okay, 10.15 Uhr. Alles klar. Warte mal, da kommt mir eine Idee. Können wir hinten scheißen? Ich will es wissen. Habe ich auch noch nie ausprobiert. Können wir da auf der... Können wir hinten rum reinfahren? Weißt schon. Da. Oder geht die auch nicht auf? Das ist jetzt die große Frage. Machst du auf oder machst du nicht auf? Der macht da auf. Hahaha. Okay. Tja. Sehr gut. Ja, ja, das ist mir egal. Macht ihr ruhig. Das ist, passt schon. Ich komme hier rein. So, dann holen wir mal ihn hier. Was habe ich da noch hinten dran hängen? Ach Gott. Den habe ich da einfach so gepackt. Na gut, dann räumen wir mal unseren Anhänger auf. Wir müssen noch mal unsere Maschinen warten, schön langsam, ne? Wird ja nicht billiger, wenn wir da lang warten. 14 Stunden oder 22 Tage, ist es auch nicht mehr viel. So, währenddessen der da oben die Gülle macht, holen wir mal Erdbeeren. Gott, so stehen wir gut. So schaut's gut aus. Ich muss nur noch die Palettengabel anhängen. Die liegt... Das müsste die hier sein, ne? Das da schaut aus wie die Palettengabel. So wird das nix. So eher. Ja, das ist die Palettengabel eindeutig. Kurz an die Wand geschoben. Sorry, sorry Palettengabel, aber du hältst sowas aus. Ich kenne dich. So. Dann gehen wir mal Gas und düsen schnell zu den Erdbeeren hinter, solange der da oben seine Gülle auspumpt. Entschuldigung. And then let's have a look. Was kostet uns oder was bringt uns eine Steige Erdbeeren? Eine ist ja voll. Und dann ging der Mist aus. Also ich hoffe, ich habe den nicht verkauft. Nee, ich glaube nicht. Werden wir gleich sehen. Um Gottes Willen. Und dann machen wir noch die andere Güllegrube leer. Und recht viel mehr können wir eigentlich gar nicht machen heute. Weil alle Missionen sind noch nicht so weit. Das Feld schaut aber eigentlich schon recht fertig aus. Was bist denn du? Warte mal. Sojabohnen. Nee, 71%. Okay. So, Erdbeeren da vorne rein. Genau. Wir stellen die Gabel schon mal gerade. Ja, wenn blinkt, wäre es ärgerlicher, weil da haben wir keinen Hintereingang. Also, dass man da über den Hintereingang scheißen kann, das ist ja schon ein starkes Stück, ne? So, und da liegt die zweite angefangene Erdbeerpalette und da ist die volle. Was blinkt es denn ihr so? So, jetzt muss ich aber, glaube ich, mal kurz in die Außenansicht. So schräg, wie ich da hinkommen, wird das nichts. Das sehe ich jetzt schon. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Nope, so aber nicht. Also wir stellen uns mal hier auf den Himbeeren-Trigger. Das ist ja egal, sind eh keine Himbeeren da. Hupsa. Ah, weg mit dem Dach. So, wir kommen gerade rein, passt. Ich habe einen Einweiser dabei, ne? Ich kann das ja sonst nicht. So, ein bisschen runter hier. Und noch ein bisschen rüber, ha? So. Noch ein bisschen runter. Aber nicht zu weit, bitte. So, schaut's gut aus. Nein, warum nicht? Wo hänge ich denn? Ich hänge da drüben. So. Die hängt aber schon ein bisschen Scheps drauf, du, sag ich aber. Uah. Nicht, dass wir jetzt die Erdbeeren verlieren auf dem Weg. Erdbeeren. 2000 Erdbeeren. Na gut. Sehen tun wir nichts, gell?
fahren wir es mal so, sehen wir mehr. Ach ja, dann schauen wir mal, was die Erdbeeren bringen. Was bringt uns so eine Palette Erdbeeren? Außer Erdbeermarmelade werden wir sie verlieren und drüber fahren. Werden wir sehen. Ah, geht nicht. Viel sehen tue ich ja immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Außer lecker rote Erdbeeren vor uns. Wir könnten die aber auch... Was braucht denn die Milchfabrik alles? Die braucht wahrscheinlich noch mehr. Wenn die nur Milch bräuchte, wäre es eine Idee, ne? Dann können wir unseren Güllewagen schnell ausschwabbeln und dann Milch reintun. Wir müssen ja den Joghurt nicht essen. Aber lass mich mal kurz gucken, was denn das in der Milchfabrik bringt. Da fahren wir eh dran vorbei. War ein kleiner Speicherhänger. Ich hoffe, dass ein Speicherhänger war. War wahrscheinlich schon. Ach so, die hat ja auch noch nicht offen, ne? Wir machen hier mal... Wir lassen mal die Zeit auf 8 vorlaufen. So. Wir können ja übers Türl hüpfen. Das ist ja dann nicht so das Thema. Das ist die Milchfabrik hier. Die hat wahrscheinlich eh schon offen. Ist ja egal, wir lassen es. So, wir machen mal wieder auf die 5 runter. Wir gucken mal ganz kurz. Ich weiß es immer nicht mehr. Ich kann mir sowas einfach echt nicht merken. So, was brauchst denn du alles? Du brauchst Milch, Leerpaletten, Kartons. Oh, die haben wir alle verkauft, die Kartons, glaube ich. Zucker. Zucker ist es. Und Obst. Okay, der Zucker ist es. Haben wir noch nicht. Haben wir bald, aber ja, wir haben auch noch eine kleine Palette rumstehen. Lass uns mal gucken, was das Ding hier einfach so im Verkauf kostet. Dann sparen wir uns nämlich erst einmal. Hello. Dann sparen wir uns nämlich erst einmal Dingenskirchen. Den ganzen Kladderadatsch mit der Molkerei. Und werden wahrscheinlich feststellen, dass wir uns das nur noch über die Molkerei machen, weil das hier zu wenig Geld gibt oder so. Ich habe keine Ahnung, wir werden sehen. Falls es denn überhaupt annimmt. Ja, macht er. So schnell kannst du gar nicht gucken. Schau dir das an. Können wir gleich hier stehen bleiben. Und? Naja, 8,6. Für das, dass wir nichts gemacht haben, außer Dingenskirchen, in Ordnung. So, ich stell den mal hier ab. Springen zurück zu dem. Dann holen wir noch schnell den zweiten Gülleteil. Und dann fahren wir unseren Flüssigdünger weg. Zu uns runter erstmal wieder. Halt. Abkürzung nehmen. Ist die Frage, ob wir hier hochkommen, aber ich schätze schon. Trotz schweren Anhängers. Schauen wir mal schnell, da waren wir es gerade dort, nicht, die eigentlich auch so schon schauen können. Oh Gott. Ist er noch dran? Ja, ich sehe im Rückspiegel. Also bei dem Rumgehüpfe müsste er dich nicht verlieren eigentlich. Oh Gott. Das sollte wieder anständiger fahren, ha? Aber warum denn? Ist das hier nicht Formel 1 2015? Ach so, ist es gar nicht sowas? So. Möchte gucken, wie voll die ist. Oh ja, passt auch nicht komplett rein in unser Fass. Passt schon. Passt. Naja, meinte, so kann man auch einen Tag rumkriegen. Ne? Ich kann den mal auf 10 laufen lassen oder 15. Weil das ist dann eh alles, was wir machen können. Ich lasse ihn auf 30 laufen, komm.
Und dann war es das nämlich für den Tag schon wieder. Und das heißt, den Rest, den werden wir damit verbringen, zuzugucken, wie die Zeit verrinnt und die Wiese wächst oder so ähnlich. Ja, gut, dass man im Herbst auch nochmal mähen kann. Gut, dass das Wetter entsprechend ausschaut. Können wir Samstag, Sonntag Wiese machen. Am Samstag mähen und dann sammeln wir einen Teil davon ein, den Rest trocknen wir und dann holen wir am Sonntag den Rest rein. So ist ungefähr der Plan. Außerdem müssen wir, glaube ich, Viecherlist wieder machen demnächst. Auch morgen oder so, wenn dann das Wetter schlecht ist. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall. Ja. Haben wir bald das nächste Feld. Und dann haben wir Zuckerrüben. Und dann können wir uns schon langsam an die Schweinchen machen. Aber die holen wir dann erst im Frühjahr. Weil ich glaube nicht, dass wir die Hirse auch noch, Sojabohnen auch noch kriegen. Und ich glaube, die brauchen die auch, oder? Klärwerk, Gülle leer. Ja, wir bringen ja neu. Wir sind doch schon dabei, Klärwerk. Gut, und los geht's. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ja, geht doch. Also mit dem MR wäre das nicht mehr gegangen. Geht auch mit dem schon schwer genug so, ne? Aber wir kommen hoch. Schön, wir kommen rauf. Und wer fährt denn eigentlich so krumme Feldwege zusammen? Ha, das ist doch verrückt. Wer macht denn sowas? Nachdem das nicht unsere Felder sind, waren es die Nachbarn, die hier so besoffen gefahren sind, bis sie das eingegraben hat, alles. Jo. Looks like. Aber dass man da zur Hintertür rein kann, ist schon, ja, ein starkes Stück, ne? Nur weil vorne die Schranke kaputt ist. Komm einfach hier hinten rein, das ist schon irgendwie heiß. Ja, ich weiß. 10.15 Uhr, bis dahin bin ich ja schon längst wieder weg, du. So, dann lassen wir mal kurz hier noch gucken, was ist da alles drin. Ah, das mit dem Schlauch ist schon auch hübsch. Oh, ein ich verschwind mal kurz Schlauch. Hm. Flüssigdünger 20,9, das ist auch schon wieder fast ein ganzes Fass voll. Nicht schlecht, Herr Specht. Kompost haben wir auch schon einen Haufen. Normalen Dünger auch, also so viel Dünger wie ich hier habe, das kann ja gar nicht selbst verbrauchen alles. Kann ich da eigentlich rauf? Nein, ich glaube nicht, das habe ich schon mal probiert. Ja, nur die Treppe, aber die Leiter kommt man nicht hoch, schade. Was bist du hier? Klick, 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 klick. So haben wir die Maschine schneller gemacht. Ach komm, das Fass wird leer. Ich möchte hier den Dünger noch holen. Der ist da hinten, genau. Das macht ein Lärm, das Zeug. Das macht ein Lärm, das ist der Wahnsinn. So, gleich ist leer. 5000. Oh, das stimmt ziemlich überein, das Manometer. Nicht schlecht. Cool. Und da sprudelt es ein. So, fertig. Komm. Das dauert immer, das ist der Wahnsinn. Das könnte man theoretisch mal als Curseplay einprogrammieren, wenn wir mal mehr zu tun hätten. Aber so bin ich immer froh, wenn ich selber fahren kann noch. Naja, da bleibt dann auch noch was übrig. Da ist auch schon wieder ein Haufen drin, ne? Ja. Ach, da sprudelt die Kohle nur so rüber, du. Was ist das? Ach, Hackschnitzel. Gott, das arbeitet alles hier. Verrückt. Da könnte man noch Gülle einfach zwischenspeichern. Ja, momentan verkaufen wir es. Momentan machen wir ein, oder was heißt verkaufen, machen wir Dünger draus. Haben wir mehr davon. Gibt auch noch Kohle. So. Jetzt müsste es nur noch mal fertig werden. Hier kommen jetzt. Wertvoll. Wahnsinn.
Wenn es nicht so lang dauern dauert. Ich brauche ein schnelleres Fass. Definitiv ein schnelleres Fass. Eins so macht und dann ist voll. Wobei gut 22.000 Liter ist schon ein Haufen Zeug, ne? Dafür geht es eigentlich eh recht zügig. Darf man eigentlich gar nicht motzen. Darf man nicht, nein. Tue ich aber trotzdem. Ja, ich weiß, du bist immer ganz schlimmer. Mhm. So, jetzt haben wir es gleich. Aber gut, die nächsten Erdbeeren, die hauen wir dann auf jeden Fall in die Molkerei. Da machen wir Joghurt draus. Ich glaube, das gibt nämlich noch ein bisschen mehr Geld. Aber wir brauchen dann erstmal mehr Viecher und so. Okay. Ja, und das ganze Zeug, ne, es ist halt doch schon, ja. Und 9 Tage Season Mod ist auch ganz schön schwierig, habe ich festgestellt. So zeitweise. Ich glaube, da machen wir dann auch, dann, ja, habe ich schon mal gesagt, oder? Im Winter werden wir versuchen, auf 3 Tage runterzugehen. Das reicht. 3 Tage pro Jahreszeit ist die Gülle schon wieder leer. Hör mir auf. 3 Tage pro Jahreszeit ist, glaube ich, angenehmer. 9 ist es lang. Oder machen wir 6 Tage. Irgendwie so 3 scheint mir fast ein bisschen kurz. Und 9 ist definitiv zu lang auf Dauer. Also das finde ich irgendwie ein bisschen, das wird schwierig. Und bei 3 weiß ich nicht, ob man da nicht irgendwann einen fürchterlichen Stress kommt. Wobei, dann kann man die Zeit langsam laufen lassen. Ne? Das ist dann auch kein Thema. Auf jeden Fall ist es auch Stress, wenn man nichts tun kann. Das ist auch nervig. Also auf Dauer ist das blöd. Deswegen, ja, weiß nicht. Wenn man runterschrauben, jetzt dürft ihr mir gerne sagen, nehmen wir 3 oder nehmen wir 6 Tage. Also das ist so ein Ding, ich weiß es noch nicht genau. 3 scheint ein bisschen, upsie, Entschuldigung. 3 scheint fast ein bisschen kurz, ich weiß es nicht. Probieren wir es erst mit 6 oder gehen wir auf 3 runter. Sagt mal eure Meinung dazu bitte einfach. Schreibt es mir in die Kommentare, was macht man? Machen wir Season Mod auf 3 oder machen wir Season Mod auf 6 Tage? Und dann, genau, dürft ihr das entscheiden. Könnt eine Abstimmung draus machen, mache ich nicht. Sind wir schon dran? Nein. Jetzt? Nein. Jetzt sind wir dran, okay. So, wir können noch mal kurz auf die Wiese hintergucken. Schauen wir auf die ist näher da. Sind ja beide zur gleichen Zeit gemäht worden. Sind beide noch nicht fertig, würde ich sagen. Bobster. Nee. Gar nichts. 67%. Ja, sag ich doch. Ah, schwierig. Das ist echt schwierig. Also momentan können wir nicht viel tun. Ich warte jetzt einfach auf morgen. Zwischen dir und der Upsa. Nochmal schnell baden gehen, bevor das Wetter schlecht wird. Schauen wir nochmal schnell, was die Wiese hinten sagt. Irgendwie verschwinden da manchmal die Teile. Oder ploppen plötzlich auf. Irgendwie ganz merkwürdig. Oder habe ich mir das gerade nur eingebildet? Ich weiß es nicht. So, dann fetzen wir mal hier durchs Dings durch. Fetz, fetz, fetz. Komm, lauf hin. Die Wiese schaut auch noch nicht fertig aus. Ne, ist sie nicht. Auch nur 67%, ne? Genau. Ja, ja. Vielleicht sollte ich mir einen Profi-Hopper besorgen, damit ich hier diese kleinen Dinger so mähen kann zwischendurch. Warum nicht? Upsi, Entschuldigung. Ja, dann war es jetzt auf jeden Fall für die Folge. Nicht viel passiert, aber momentan sind wir gerade in der Lage, dass wir nichts tun können. Was ein bisschen blöd ist, aber Mai gehört mit dazu. Jetzt haben wir einfach mal einen Tag, wo wir warten müssen. Ist halt ein bisschen, ist halt so. Mai, was will man machen, gell? Gehört mit dazu. Aber damit es eben, ja, ist es schwierig manchmal. Gehst du auf. Sammeln wir noch schnell ein paar Eier ein. Und dann hören wir endgültig auf für heute. Ich hoffe trotzdem, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen. Upsi. Wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und dann bin ich auch gespannt auf die Kommentare mit dem Season Mod 3 oder 6 Tage. Genau. Und dann, ja, sehe ich dich hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.